Meine lieben Zuschauerinnen, meine lieben Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 123. Wir haben in den vorherigen Videos die Netzsysteme in der Stromversorgung kennengelernt. In dieser Videoaufnahme werden wir die Sternschaltung in der Stromversorgung behandeln. Die Sternschaltung können wir nur in Drehstromnetzen anwenden. Das heißt, wenn wir die drei Phasen L1, L2 und L3 zur Verfügung haben. Damit zählt die Sternschaltung zu den Drehstromschaltungen. Wir können Transformatoren, elektrische Motoren und allgemein Drehstromverbraucher in Sternschaltung anklemmen. Wir werden uns ansehen, wie wir die elektrischen Größen in der Sternschaltung berechnen. Meine lieben Zuschauer, ich möchte Ihnen die Sternschaltung mit Hilfe der von mir gezeichneten Zeichnung erklären. Bitte schauen Sie dazu die Videoaufnahme genauer an. Bei einer Sternschaltung sind an die Anfänge der Stränge die drei Außenleiter L1, L2 und L3 anzuschließen und die Enden der Stränge sind miteinander zu verbinden, zu einem Sternpunkt. Wenn wir zum Beispiel einen Drehstrommotor in Sternschaltung anklemmen, dann sind die Klemmen auf dem Motor, auf dem Drehstrommotor U2, V2 und W2 miteinander zu verbinden. Die Schrankspannung USTR hier, hier und hier steht zur Leiterspannung U hier zwischen den Phasen, zwischen den einzelnen Phasen hier und hier. Bei Sternschaltung 1 dividiert Wurzel 3 zu Verhältnis. Dieses Verhältnis von Leiterspannung zu Strangspannung bei Sternschaltung nennen wir den Verkettungsfaktor. Der Verkettungsfaktor ist bei Drehstrom Wurzel 3. Wenn Sie Wurzel 3 in den Taschenrechner eingeben, werden Sie ungefähr 1,73 rausbekommen. Die 400 Volt Leiterspannung, die üblich ist in Deutschland, wären dann 400 Volt dividiert Wurzel 3 ist gleich 230 Volt. Diese 230 Volt sind dann die Strangspannung, die wir auch an der Steckdose zum Beispiel in Haushalten mit einem zweipoligen Spannungsprüfer dann auch ermitteln können. Das Zusammenschalten der Stranganfänge und Strangenden zu Sternschaltung nennen wir Verkettung bei Dreiphasenwechselstrom. Bei ungleichmäßiger Belastung, also der Widerstand hier, wenn diese Widerstände unterschiedlich groß sind, also der Stränge, im Drehstromnetz fließt ein Ausgleichsstrom im Neutralleiter.
Also hier, unser Neutralleiter, hier fließt ein Ausgleichsstrom, IN. Der Neutralleiter wird auch N-Leiter oder auch Mittelleiter genannt. Hier, N-Leiter oder Mittelleiter. Wird es auch genannt. Sind die Stränge in der Drehstromanlage gleich belastet, also wie hier in unserem Fall R1 gleich R2 gleich R3 gleich R, also R, 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 dann fließt kein Strom im Neutralleiter. Dann ist IN gleich 0. Dies dann im Fall der Sternschaltung mit symmetrischer Belastung. Also ist der Neutralleiter stromlos. Bei Sternschaltung ist der Leiterstrom gleich dem Strangstrom. ISTR, Strangstrom. ISTR, Strangstrom ist gleich Leiterstrom I. Dies gilt, wie gesagt, bei Sternschaltung. Und an jedem Strang liegen in unserer Zeichnung, also in unserer Sternschaltung, 230 Volt Strangspannung. Also wie schon eben gerade auch berechnet, U-Strang ist dann 230 Volt, U-Strang ist dann 230 Volt, U-Strang ist dann 230 Volt. Die Wirkleistung in unserer Sternschaltung berechnen wir mit der folgenden Gleichung. Die Wirkleistung P ist dann gleich P gleich Wurzel 3 multipliziert U multipliziert I multipliziert Cosinus Phi. Dabei ist P unsere Wirkleistung. Wurzel 3 ist unser Verkettungsfaktor, wie beschrieben. Wurzel 3 setzen wir nur in die Gleichung ein, wenn es sich um Drehstromnetze handelt. Haben wir nur einen Einphasenwechselstrom, lassen wir Wurzel 3 in der Gleichung weg. In Wechselstromkreisen haben wir zusätzlich zur Wirkleistung auch Blindleistung. In unserer Drehstromschaltung, der Sternschaltung, berechnen wir die Blindleistung folgendermaßen. Q ist unsere Blindleistung, ist gleich Wurzel 3 multipliziert U multipliziert I multipliziert Sinus Phi. Wurzel 3 ist der Verkettungsfaktor, U ist die Leiterspannung in Volt, I ist die Leiterstromstärke in Ampere und Sinus Phi, bitte beachten Sie, in dieser Formel nehmen wir dann Sinus Phi. Dies können wir mit dem Leistungsfaktor Cosinus Phi dann auch umrechnen in Sinus Phi. Die Blindleistung wird mit der Einheit gelesen, wahr, geschrieben, klein v, klein a, klein r angegeben. Im Wechselstromkreis unterscheiden wir zwischen der Wirkleistung, Blindleistung und der Scheinleistung. Die Wirkleistung ist die Leistung, die in eine andere Energieform, zum Beispiel mechanische Energie, umgewandelt wird. Die Wirkleistung kann nur an einem Wirkwiderstand, also an einem elektrischen Widerstand, auftreten. Nicht bei einem Blindwiderstand. Ein Blindwiderstand hat ein Kondensator oder eine Spule im Wechselstromkreis. Bei der Blindleistung handelt es sich um eine Leistung im Wechselstromkreis,
die zum Aufbau eines magnetischen oder elektrischen Feldes benötigt wird. Und beim Abbau des Feldes wieder an den Spannungserzeuger zurück pendelt. Bei nur Blindleistung in unserem Wechselstromkreis haben wir zwischen der elektrischen Spannung und dem elektrischen Strom eine Phasenverschiebung von 90 Grad. Die Blindleistung pendelt mit der doppelten Netzfrequenz zwischen der Stromquelle und dem Endverbraucher hin und her, was natürlich nicht gewünscht ist, weil dadurch die Leitungen, die Zuleitungen stark belastet werden. Deshalb wird die Blindleistung am Endverbraucher in der Nähe vom Endverbraucher kompensiert. Damit das Hin- und Herpendeln der Blindleistung zwischen der Stromquelle und dem Endverbraucher nicht stattfindet, sondern die Blindleistung zwischen der Kompensationsanlage und dem Endverbraucher hin und her pendelt. Die Blindleistung hat das Formelzeichen Groß Q und die Einheit dazu, wie schon erwähnt, gelesen var, geschrieben klein v steht für Volt, klein a steht für Ampere und klein r steht für Reaktanz. Reaktanz bedeutet Blindwiderstand. Dann haben wir den dazugehörigen Widerstand für die Spule, den induktiven Blindwiderstand. Haben wir einen Kondensator in unserem Wechselstromkreis, dann nennen wir den dazugehörigen Widerstand kapazitiver Blindwiderstand. Außerdem haben wir in Wechselstromkreisen auch die Scheinleistung. Die Scheinleistung berechnen wir mit der Gleichung S gleich Wurzel 3, weil es sich hier wieder um ein Drehstromnetz handelt, haben wir hier Wurzel 3, den Verkettungsfaktor, multipliziert U, der Leiterspannung, multipliziert I, dem Leiterstrom. Wir können auch die Scheinleistung mit der Gleichung S gleich Wurzel aus P Quadrat addiert Q Quadrat berechnen. Meine lieben Zuschauer, wir haben in dieser Videoaufnahme die Sternschaltung in der Stromversorgung kennengelernt. Hier setzen wir ein Komma. In den weiteren Videos lernen wir die anderen Drehstromschaltungen in der Stromversorgung kennen. Und außerdem werden wir auch die weiteren Besonderheiten und Eigenschaften der unterschiedlichen Schaltungsarten in der Stromversorgung behandeln. Bleiben Sie weiterhin aktuell auf meinem YouTube-Kanal. Dazu empfehle ich Ihnen einfach, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Denn das Abonnieren von meinem YouTube-Kanal ist für alle Zuschauer kostenlos. Bewerten Sie auch diese Videoaufnahme. Wenn Ihnen in dieser Videoaufnahme etwas aufgefallen ist oder wenn Sie einfach zu diesem Themenbereich etwas sagen möchten, können Sie dies gerne im Kommentarbereich unter dieser Videoaufnahme notieren. Bleiben Sie, meine lieben Zuschauer, in Ihren Kommentaren dabei fair und sachlich. Ich wünsche Ihnen noch gesunde und erfolgreiche Tage. Auf Wiedersehen!